Und willkommen zurück hier noch im Winter in Farthest Frontier, aber nicht mehr lange, dann kommt der Frühling. Willkommen zurück bei mir bei The Only One. Wir sind auf der Zielgeraden, wir brauchen nicht mehr viel. Schaut mal, es fehlen nur noch 4 Holzbretter. Dann können wir endlich unser Stadtzentrum aufwerten, nämlich auf Stufe 4. Jawohl, es dauert nicht mehr lange. Oh, und ich bin so gespannt, ich freue mich schon. Jawohl, wir können unser Stadtzentrum. Wieso heißt das jetzt eigentlich Dorfquests hier? Hatten wir das nicht umbenannt? Heißt unser Dorf jetzt plötzlich anders? Okay, da müssen wir dann nochmal nachschauen. Tatsächlich hat sich anscheinend unser Name verändert mit dem Update. Aber gut, das ist ja nicht so schlimm. Das ist das geringste Problem. Wir wissen ja, unser Dorf heißt Holy Valley. Also können wir uns das auch denken. Macht ja nichts, aber schaut mal. Wir graden endlich ab. Und wir priorisieren das natürlich und setzen hier natürlich mal die volle Kraft an Bauhandwerkern ein. Ja, dann werden wir auf jeden Fall erstmal auch pleite sein tatsächlich. Nur noch 500 Goldbarren übrig haben. Aber ich hoffe, da kommt dann bald ein Händler. Wir können mal nachsehen gleich, ob wir ein paar Sachen schon... Ja, guck mal, Räucherfleisch könnten wir verkaufen. Ja, das sind alles Sachen, die wir verkaufen könnten. Sehr gut. Konserven können wir noch ein paar rüberbringen. Da haben wir ja zu Genüge. Bringen wir mal noch ein paar rüber. Einmal das. Haben wir noch irgendetwas zu Genüge? Eisen. Naja, gut, Eisen sollten wir vielleicht mal noch aufheben. Könnten wir vielleicht noch brauchen. Holz, die Stämme heben wir auch lieber mal noch auf. Blattgemüse, unsere Holzbretter sowieso. Kräuter sehr gut haben wir auch zu Genüge. Eisenerz. Oh, nein, da lassen wir das erstmal so. Oh, und wir haben sehr viel Getreide. Das ist hervorragend. Gut, dann können wir aber beim nächsten Händler eventuell wieder ein paar Sachen verkaufen. Denn jetzt, ja, der gerade auch schon eintrifft. Kauft er uns irgendwas ab hier? Oh, aber sehr schlecht. Das machen wir nicht. Eisenerz wäre sehr gut. Gut, dann nehmen wir doch nochmal ein bisschen Eisenerz. Ich glaube, wenn wir 500 Eisenerz haben, ist das auch ganz gut. Könnten wir das noch verkaufen? Schade, aber alles andere weiter. Töpferwaren, das mache ich nicht. Also für 8 Goldbarren verkaufen wir die nicht. Irgendetwas, das wir einkaufen müssten? Nein. Okay. Bringen wir erstmal hier unsere 123 Eisenerz ins Lager. Und schon wieder ein neuer Dorfbewohner geboren. Sehr gut, sehr gut. Hilde! Hilde ist auf die Welt gekommen. Wunderbar. Willkommen, Hilde. Wie sieht es denn aus? Wir haben jetzt Platz für 442. Also 431 haben wir gerade mal. Das eine neue Hütchen hier wurde auch schon errichtet. Das könnte auch tatsächlich dann bald schon wieder aufgewertet werden. Aber ich würde sagen, wir machen mal gleich noch eine Hütte hier mit her. Jetzt, nachdem wir hier ja Platz haben. Ja, das sieht ja doch ganz schön aus hier. Einmal ein paar Hütchen um die Gärtchen herum. Mit 2 reichen erstmal. Aber hier können wir auf jeden Fall noch ein paar Hütten setzen. Und dann muss auf jeden Fall auch nochmal ein Park hier irgendwo her. Wir haben ja hier schon einen und hier. Vielleicht hier unten nochmal einer. Da ist auf jeden Fall noch Platz für so einen Park, für so eine schöne Parkanlage.
könnten das hier auch noch aufwerten, wollte ich sagen, zu einem großen Park. Dann würde hier auch nochmal die Attraktivität gesteigert. Wobei ich es eigentlich ganz schön finde, ein bisschen Abwechslung zu haben. So, einmal die verkaufen hier. Einmal das Gold gleich wieder in das Lager der Stadt bringen. Sehr schön. So, und hier fehlen anscheinend nur noch... Oh, hier fehlt nur noch das Eisen. Das ist ja toll. Dann haben wir bald die nächste Stufe erreicht. Schaut mal. Oh, ich bin gespannt. Wir schauen uns das an. Es fehlt nicht mehr viel. Ja, da ist es. Unser Stadtzentrum Stufe 4. Ach, wie schön. Schaut euch das an. Wie schön das aussieht hier. Richtig cool. Das ist jetzt aus Steinen gemacht. Ach, ist das toll. Und auch mit schönen Gärtchen außenrum sozusagen. Und hier ein Wappen. Mega cool. Das ist toll. Endlich unser Stadtzentrum Stufe 4. So, genau. Bounce Center. Was haben wir denn hier eigentlich? Ach so, Dorfbewohner aus Garnison nehmen. Das brauchen wir nicht. Genau, wir können das jetzt aktuell anscheinend nicht umbenennen. Ja, macht nichts, nicht so schlimm. Es fehlt aber immer noch an Spiritualität, an Nahrung und an Sauberkeit. Wir brauchen mehr Seife anscheinend. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns einmal darum. Ein neuer Händler ist auch schon wieder eingetroffen. Kann der uns Seife verkaufen? Verkauft leider keine Seife. Aber er würde... Ach, das ist der andere Händler. Okay, und hier... Oh, sehr schön. Hier können wir mal verkaufen. Einmal verkaufen. Wunderhübsch. Einmal gleich. Wobei, wir warten mal. Haben wir noch Seife hier? Können wir Seife kaufen bei ihm? Leider nicht. Leider keine Seife. Und er hier, beziehungsweise sie hier, verkauft leider auch keine. Dann bringen wir das gleich mal wieder in das Lager. Einmal das. So, wo sind denn unsere Seifensieder? Was bist denn du hier? Eine Gießerei? Auch eine Gießerei. Hier ist unsere Seifensiederei. Einmal die hier. Einmal die hier. Okay, wir haben nur zwei tatsächlich. Das ist offensichtlich zu wenig. Also bauen wir noch eine Seifensiederei. So, die Frage ist jetzt wieder, da ist sie. Seifensiederei macht natürlich negativ. Oh nein, ein Dorfbewohner ist gestorben. Und ein Gebäude ist zerstört. Huch, wo denn? Wieso das denn? Kampf, hier war ein Kampf. Haben wir gar nicht mitbekommen. Eine Gruppe von 37 Plünderern greift an. Ach du meine Güte, die kommen von hier unten. Das heißt, wir müssen hier unbedingt... Ach du meine Güte, sie greifen uns an. Tja, wir brauchen hier unbedingt noch eine Mauer. Ich sehe das schon. Na gut, das heißt, einmal hier auf geringe Geschwindigkeit, einmal unsere Kaserne, die können wir auch verbessern. Okay, aber die müssen jetzt erstmal hier kämpfen. Wo kommen die an? Hier unten. Kampfgebiet markieren, bitte. Oh je, oh je. So, lassen wir normal weiterlaufen.
Ja, wir müssen den Turm auf jeden Fall als nächstes noch upgraden. Das wäre ganz wichtig. Und hier vielleicht auch noch einen hinstellen und unsere Mauer hier noch weiter bauen. Hier muss eine Mauer her. Unbedingt. So, ich hoffe, dass wir die Dorfbewohner hier schützen können. Wo ist denn unsere... Wo kommen denn unsere Truppen? Hier kommen unsere Truppen. Ja, wir sind jetzt natürlich Stufe 4. Einmal hier Alarm schlagen. Ja, und die plündern natürlich hier unseren Handelsposten. Kaum ist man besser, wird man attackiert. 10 wurden getötet. Die greifen Dorfbewohner an. So, wo sind denn jetzt unsere Leutchen? Wir müssen unbedingt dann zur Kaserne aufwerten. Sind das jetzt unsere Truppen hier? Das Dorf wird überfallen. 4 Dorfbewohner gestorben. Ach du meine Güte hier. Hilfe! 23 wurden getötet bisher. Oh nein, es sagt bloß unsere ganze... Wo werden die jetzt auch stärker? Oh nein, wir müssen hier unbedingt ganz schnell... Hier bitte einmal... Oh je, oh je, oh je. Wir hätten vielleicht vorher unsere Mauer bauen sollen. Das geht, glaube ich, übel aus hier. Also hier muss unbedingt noch eine Mauer her. Wir kommen jetzt von unten. Wunden und Pocken. Okay, und Krankheit. Okay, das ist aber jetzt nicht alles nur wegen der Plünderung. 18 wurden getötet. Das ist natürlich ein sehr schlechter Schnitt. Und die haben uns, glaube ich, einiges weggenommen hier. Die haben hier natürlich nichts, womit sie kämpfen können. Die müssten sich natürlich eigentlich erstmal eindecken. Wo ist unser Turm? Unser Turm, wurde der auch beschädigt? Ja, hier. Der muss natürlich wieder aufgebaut werden. Und unsere... Nein, die wurden jetzt alle... Oh nein. Los, erschlagt ihn. Erschlagt ihn. Den einen werden wir doch wohl noch kriegen hier, oder? So, sind noch irgendwo welche? Ne, die ziehen sich wieder zurück hier. Was war das hier? Das war eine temporäre Unterkunft. Die können wir erstmal sein lassen. Das ist nicht so schlimm. Ja, und dann müssen wir hier erstmal jemanden hinschicken, der hier weiter erkundet, damit ich mal sehe, wie das hier weitergeht. Wie wir mal wissen, von wo die überhaupt kommen hier. Das war natürlich jetzt nicht so gut. Wir können wieder rausgehen. Dann hier noch einer rein. Die sollen sich jetzt erstmal natürlich... Oh, dann machen wir das hier gleich mal verbessern. Wird das hier einmal wieder zurück zur Kaserne. Einmal bitte ausstatten. Genau, haben wir hier einen Aussichtsturm. Dann... Verteidigung. Einmal gleich hier noch einen Aussichtsturm. Unbedingt gleich hierher. Und dann einmal gleich unsere Mauer. Bauen wir gleich einmal hier komplett entlang. Weiß ich jetzt wieder nicht, wie weit wir hier müssen. Aber wenn wir hier vielleicht die Mauer entlang... Nein, wir gehen einfach so weit, wie wir können, geradeaus. Einmal hier die Mauer. Und dann natürlich noch ein Tor mit hineinsetzen. Das setzen wir hier mit rein dann.
hier fände ich es ganz schön. Quasi gegenüber vom Marktplatz. Ein Tor hier und vielleicht hier auch nochmal ein Tor neben dem Wachturm. So. Da haben die erstmal viel zu tun. Wie sieht's denn aus? Greifen die immer noch irgendwo an? Hier angeblich. 9 wurden getötet. Okay, jetzt brauche ich mal einen Menschen, der hier einmal erkundet. Was machst du denn gerade? Trägt Honig zusammen. Was machst du denn gerade? Liefert. Haben wir hier irgendwo jemanden, der mir mal was machen kann? So, ihr geht ja wieder zurück jetzt. Ihr müsst euch jetzt erstmal ausstatten, bitte. Mit Waffen. Das wäre ganz wichtig. Das zum einen. Und vielleicht sollten wir tatsächlich noch eine zweite Kaserne bauen. Dorf wurde geplündert. 73 Plünderer. Immerhin wurden 51 getötet. Leider aber auch 10 Dorfbewohner. Das ist natürlich nicht so gut. Es wurden 5 Gebäude zerstört. Es wurde Medizin geplündert, Töpferware, Glasware und Mehl. Gut, aber zumindest keine Goldbarren. Das ist schon mal gut. Wo ist denn noch ein zerstörtes Gebäude? Oh, die müssen wir natürlich... Oh, das kostet aber... Okay, was ist noch zerstört worden? Oh doch, die müssen wir aufbauen, denn... Sonst sinkt wieder unsere Attraktivität. So, das ist jetzt das Letzte. Darauf können wir nochmal verzichten. Das warten wir einmal. Dann kämpft hier noch ein Dorfbewohner. Ach, das ist ja jetzt auch wieder ärgerlich. Bitte einmal. Habe ich genug Leute? Kann hier sich einer mal jemand um den Bären noch kümmern? Hier muss auch nochmal ein Wachturm hin unbedingt. So, wir haben jetzt hier einen Wachturm. Dann brauchen wir hier am besten auch nochmal einen Wachturm. Ja. Hier hinein nochmal einen Wachturm. Einfach, falls ein Bärenangriff kommt. Ich glaube, hier sieht es doch ganz schön aus, oder? Hier oder vielleicht ein bisschen hier oben mehr. Hier vielleicht nochmal. Ja, hier nochmal einen Wachturm. So, wo ist der Bär? Der ist hier. Ja, Leute, ihr seid doch zu mehreren. Bitte greift mal den Bären an, bitte. Seid so gut. Oh nein, wieder ein Dorfbewohner. Oh nein. Oh nein. Ah, furchtbar. Verstorben. Das verbessern wir auch noch gleich. Aber erstmal. Können wir den anwählen? Ah, der hat es überlebt. Okay. Puh, sehr gut. Der hat es überlebt. Das war ja aber jetzt nicht so gut. Okay, wir haben einige Dorfbewohner verloren jetzt leider. Und das ist noch die eine temporäre Unterkunft, die wir jetzt erstmal noch nicht aufbauen müssen. Gut. Was jetzt wichtig ist, ist erstmal unsere Mauer hier. Die wird hoffentlich gebaut. Warum auch immer sie mit Löchern gebaut wird, aber ja. Dann haben wir hier erstmal hoffentlich... Ja, hier wird erstmal noch gefällt. Zumindest werden die dann schon mal von der Mauer hier ein bisschen abgehalten. Hier oben, wie sieht es eigentlich da mit unserer Mauer aus? Ja, hier ist ja auch immer noch Arbeit. Ja, und hier, ich glaube tatsächlich, so, also da kann doch jetzt tatsächlich keiner mehr hindurch, oder? Da wird doch jetzt keiner mehr durchgehen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. So, ich hoffe, dass die das jetzt hier machen.
So, hier könnten wir ja jederzeit nochmal ein Tor reinbauen, wenn wir das bräuchten, falls wir hier noch an Materialien müssten. Aber eigentlich ist unsere Siedlung ja jetzt wirklich sehr groß. Hier wird jetzt nochmal, ja, die Kaserne ausgebaut. Vielleicht brauchen wir tatsächlich nochmal eine. Sollten wir hier unten auch nochmal eine bauen. Ein Gebäude braucht noch, ach ja, das Jagdhaus. Da setzen wir mal einen ein noch. Haben wir noch irgendwo jemanden? Okay. Mikal, der ist unser neuer Jäger. Der holt sich hoffentlich jetzt gleich noch sein Werkzeug. So, und vielleicht tatsächlich nochmal eine Kaserne. Was würde die nochmal kosten, wenn wir hier nochmal eine Kaserne bauen? 250. Ich denke, das wäre ganz gut, wenn wir nochmal eine Kaserne hätten. Hier hinter der Mauer vielleicht. Hatten wir unser zweites Tor? Ach, das hatten wir hier. Ja, vielleicht hier nochmal eine Kaserne. Oder auf der Seite. Sieht das denn schön aus? Oder noch näher hier vielleicht? Was ist denn das hier eigentlich? Die temporäre Unterkunft, die brauchen wir hier gar nicht. Ich glaube, die reißen wir einmal ab. Ja. Denn da könnten wir vielleicht tatsächlich eine Kaserne noch reinstellen. Das wäre vielleicht sinnvoller. Das würde auch cool aussehen. Und die Truppen wären noch mehr vor Ort. Ja, das machen wir. Was ist mit diesem Turm? Der wird gerade noch aufgebaut. Okay. Ja, da muss unbedingt wieder die Attraktivität erhöht werden. Ich hoffe, das läuft jetzt hier. Dann haben wir hier einen Wachturm. Dann haben wir hier nochmal einen Wachturm. Und dann könnten wir hier vielleicht auch nochmal einen hinstellen. Dann machen wir hier auch nochmal einen Wachturm hin. Aber vielleicht doch erst die Kaserne. Erst die Kaserne hierher. Die würde nämlich hier richtig gut aussehen, denke ich. Frage ist, wie rum schaut sie denn am schönsten aus? Ich glaube, es ist so. Ja, da können wir dann noch einen Platz außenrum vielleicht machen. Ja, hier muss noch eine Kaserne hin. Da haben wir hier noch schön Platz, was außenrum zu bauen. Sehr schön. Hier können wir dann noch Häuser bauen. Aber das brauchen wir aktuell nicht, denn wir haben jetzt einiges an Dorfbewohnern eingebüßt, leider. Ja, und die temporäre Unterkunft. Hier nochmal den Jäger. Den setzen wir vielleicht doch ein und machen hier auch wieder den Wiederaufbau. Genau, und dann wollte ich ja eine Person aus hier mit. Ja, wir haben jetzt natürlich auch viel zu wenig Arbeiter. Aber ich hätte gerne doch einen, der angelt, arbeitet. Ich brauche nur einen. Vielleicht schicke ich auch den Jäger dann einfach mal. Gibt es irgendjemand, der gerade nichts zu tun hat? Baustelle, die sind alle fleißig, unsere Dorfbewohner. Haben alle was zu tun. Spaltet Stämme. Liefert Unterkunft. Nahrung. Ja, also wir warten einmal, bis der Jäger vielleicht hier wieder sich eingefunden hat. Wo ist er denn? Camille. Was macht die? Die sucht nach Waffen. Okay, die lassen wir erstmal Waffen sammeln und dann schicken wir sie einmal
noch die Landschaft erkunden um unseren See herum. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht hier noch. Oh, hier ist sogar jemand. Wer ist das denn? Der will jetzt Weizenbier trinken? Nee, 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 nee. Du wirst jetzt einmal hier schön rumlaufen. Du erkundest jetzt hier mal. Erkundungspunkt setzen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So. Oh je. Einmal nach hier oben bitte. Da ist nämlich ein Wolf. Dem wollen wir nicht in die Arme laufen. Ich weiß nicht, ob der jetzt automatisch die Erkundungspunkte nutzt oder ob das dann ein anderer macht. Das ist ein Wildschwein. Sehr gut. Oh nein, ich habe... Hier ist er. Nein, er läuft also nicht automatisch weiter. Also lassen wir hier einmal rumlaufen. Unsere netten Dorfbewohner. Einmal hier noch aufdecken, bitte. Vielleicht finden wir hier auch noch irgendwas Tolles. Schaut mal, hier sind nochmal Kräuter. Das ist auch sehr gut. Wir erkunden jetzt einfach manuell. Von irgendwo müssen ja die Plünderer gekommen sein. Vielleicht können wir hier tatsächlich einmal um den See rumlaufen. Setze ich jetzt hier trotzdem noch ein... Ah, hier geht's nicht. Hier ist anscheinend See. Geht's weiter. Wahnsinnig weit. Vielleicht kommt ja hier noch einer und hilft beim Erkunden. Meine Güte! So weit geht das noch. Wie ist deine Stimmung? Kannst du noch? Nicht, dass du mir hier erfrierst. Begibt sich zum Zielort. Ja, wunderbar. Wärme 100%. Na gut, wenn man sich so viel bewegt, dann ist einem auch warm, denke ich. Oh, Wildschweine. Achtung, Wildschweine. Einmal hier runter, bitte. Oh, hier sind aber viele Wildschweine. Sehr gut. Hier könnten wir nochmal einen Jäger bauen. Ja, dann würde ich fast sagen, wir lassen einmal... doch mal wieder nach oben gehen. Wahnsinnig weit. Erkundungspunkte. Ach, hier haben wir schon einen. Ah, hier sind wir endlich mal am Ende. Hier geht's auch nicht weiter. Ist hier auch noch See? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hier hätten wir nochmal Rehwild. Kräuter, wie gesagt, sehr viel sogar. Das ist immer gut zu wissen. Andere Punkte lassen wir dann einfach mal von irgendjemand anderem erkunden. Ist ja riesig. Auch schaut mal, wie schön das aussieht hier. Macht so Spaß, hier auch einfach nur mal ein bisschen sich umzuschauen, eine Schneewanderung zu machen. Wobei Halt wird das wahrscheinlich nicht so toll finden, aber... Was? Oh nein! Gebäude wurden aufgegeben. Oh nein! Das ist natürlich jetzt wieder ärgerlich. Wir müssen hier priorisieren. Ach, herrje. Wir können hier auch keine Arbeiter zuweisen. Ja, gut.
Die sind alle aufgegeben worden. Wegen der mangelnden Attraktivität. Das ist bitter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, die hier alle. Na, ich hoffe ja, dass das sich wieder richtet, wenn die hier endlich mal die Baustelle wieder in Angriff nehmen. Ja. Irgendwas. Ach so, es fehlt gerade an. Fehlt an Fisch und an Fleisch, tatsächlich. Okay. Das heißt, da müssen wir alles mal priorisieren. Ich kann hier gar nichts mehr zuweisen und verringern und erhöhen. Das ist komisch. 2 von 0. Das sehe ich jetzt nicht ganz. Raubtier greift an. Oh nein, bitte nicht. Oh, hier wird erkundet anscheinend. Oh, die erkunden zu mehreren. Das ist gut. Das ist schon mal gut, die erkunden auf jeden Fall zu mehreren. Aber... oh nein. Rennt alle um euer Leben und vor allem kämpft dann bitte gemeinsam. Kämpft bitte gemeinsam gegen das Wildschwein. So, jetzt einmal... oh je. Wir verlieren hier aber sehr viel gerade. So, wunderbar. Wir haben ein Wildschwein erlegt. Seid ihr eigentlich? Erkundet. Okay, sehr gut. Ja, erkundet mal bitte weiter. Wieder zwei Dorfbewohner gestorben durch einen Wildschweinangriff. Also so schön Stadtzentrum Stufe 4 ist, so viel Gefahren birgt es auch. So, habt ihr jetzt hier alles schon erkundet? Nein, hier wird noch weiter erkundet, hoffentlich. Dorfbewohner verlassen das Dorf wegen fehlender Attraktivität. Das ist bitter. Aber so schnell können wir das ja leider nicht aufbauen hier. Könnt ihr mal hier bitte noch alles freischalten, alles noch erkunden? Geht denn das? Hier ist schwarzer Bildschirm. Ach je, wo sind wir denn jetzt? Hier mal noch erkunden. Ist das größer geworden jetzt auf einmal? Kann das sein? So, was ist denn hier? Ach ja, Kamera auf das Dorf zentrieren, das ist gut. So, also wir müssen einmal unbedingt ganz schnell unsere Sachen aufbauen wieder. Aber schneller als schnell geht nun mal leider nicht. Und ich weiß auch nicht, warum ich das hier nicht... warum ich hier keine Arbeiter zuweisen kann. Beziehungsweise keine Bauhandwerker. Ich mach mal hier 20 draus, dann haben wir zwar wieder weniger Arbeiter, aber... schwierig. Muss ich noch Ressourcen abbauen? Nein. Ah, doch, wir brauchen Steine unbedingt. Haben wir denn Steine? Wir haben ja fast keine Steine mehr. Gibt es hier irgendwo Steine? Hier sind Steine, ja. Einmal bitte Steine abbauen. Hier, ganz viel Steine abbauen. Wir brauchen das ja für unsere Mauer. Ein Händler ist eingetroffen. Können wir da irgendwas Tolles kaufen oder verkaufen? Einmal verkaufen wir hier unsere Töpferwaren, damit wir wieder ein bisschen Gold haben. Das zum einen. Deine könnten wir tatsächlich kaufen. Das machen wir auch. Wir kaufen einmal. Wir haben 500 Gold. So, kaufen und transportieren. Einmal Steine. Brauchen wir nämlich gerade. So. Noch irgendwas, was wir brauchen? Nein.
Also erstmal weiter Steine abbauen. Sind hier irgendwo noch Steine, die wir abbauen können? Schon wieder ein Raubtier, was angreift. Sabalot. Eieiei, momentan ist ja, ich weiß schon, 6 Gebäude. Das ist echt nicht so schön. Ich habe mich so gefreut auf ein entspanntes Stadtzentrum Stufe 4 und jetzt haben wir hier ganz schöne Probleme. Also hier werden hoffentlich die Steine noch abgebaut. Huch. Ja. Gibt es hier noch irgendwo Steine? Einmal bitte alle Steine abbauen. Ja, hier gibt es zum Glück genügend. So, ich hoffe, das machen die jetzt auch. Unsere Leutchen hier natürlich auch sehr unzufrieden jetzt gerade. Das kann ich verstehen. Was ist hier? Oh, hier müssen wir... Nicht genügend Gold verfügbar. Ach du meine Güte. Wir können hier niemanden einsetzen. Das kostet uns nämlich. Aber wir haben doch 700 Goldbarren. Sind die alle schon gespeichert anscheinend? Nicht genügend Gold verfügbar. Das ist bitter. Okay, vielleicht hätten wir tatsächlich... Können wir noch was verkaufen? Ja, nochmal ein paar Töpferwaren vielleicht verkaufen. Aber ansonsten sieht's schlecht aus. Vielleicht schaffen wir es noch ein paar Töpferwaren zu verkaufen. Ja, das hatte ich mir anders vorgestellt. Haben wir hier natürlich auch noch die Kaserne. Vielleicht sollten wir die erstmal lassen. Es wurde bisher noch kein Gold angeschleppt, bisher nur Holzbretter. Vielleicht sollten wir die erstmal lassen. Ja, vielleicht tatsächlich. Ja, das ist erstmal vielleicht besser, da wir ja unsere Goldbarren brauchen. Auch hier haben wir unsere ganzen, ach, die haben unsere ganzen schönen Sachen kaputt gemacht. Das ist wirklich sehr bitter. Einmal hier kaufen. Einmal gleich den Goldtransfer. Jetzt wieder. Ein Dorfbewohner, wieder von einem Raubtier. Ja, sagt mal, was macht ihr denn hier? Wildschwein. Aber das Wildschwein wurde auch noch erlegt. Aber trotzdem haben die Dorfbewohner es wieder nicht geschafft. Heieieiei. Vielleicht hätten wir nicht gleich mit einer Steinmauer hier anfangen sollen. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir alles wieder irgendwie in den Griff bekommen. Warum sind hier so viele Ratten? Was ist mit dem Rattenfänger? Einmal bitte um die Ratten kümmern. So. Einmal hier. Ja, und ich hoffe ja, dass unsere Dorfbewohner dann wieder einziehen werden, sobald hier die Attraktivität wieder erhöht wird. Aber ich kann hier leider gerade keinen mehr einsetzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie verbuggt ist. Doch, hier wird schon was hingebracht. 12 Steine sind hierher gebracht worden. Anscheinend muss irgendwas... Hier haben wir priorisiert. Ja, schaut mal, die ist bald fertig hier, die große Statue. Da fehlen nur noch 104 Goldbarren. Okay, dann ist zumindest hier die Attraktivität mit dieser großen Statue, die ist schon mal wieder besser. Oh nein! Unzufriedene Dorfbewohner verlassen das Dorf. Sie nehmen 2 Konserven, 2 Fleisch. Ja gut, aber es ist nur ein Unzufriedener bisher.
Ja, also wenn du in unserer größten Not nicht zu uns hältst, dann ja, dann können wir auch auf dich verzichten. Dann geh deiner Wege. So, das ist jetzt wieder ein neuer Händler. Dem könnten wir Medizin verkaufen, wobei wir haben nicht sehr viel. Die würde ich erstmal behalten. Müssen wir erstmal so lassen. Und wieder einer durch ein Raubtier getötet und wir haben zu wenig Nahrung. Alles klar. Also nicht gut, aber ja. Aktuell können wir das nicht ändern. Jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir wieder Dorfbewohner bekommen. Das wird hoffentlich wieder ein wenig besser, wenn hier unsere große Statue wieder aufgebaut ist. Also ihr seht aber, wie wahnsinnig wichtig es ist, auch hier mit unseren Aussichtstürmen. Bau aktiviert, bitte auch priorisieren hier. Der Turm wäre ganz wichtig. Hier mit diesem Turm, den auch einmal priorisieren. Ach, hier kann ich noch. Ah, hier kann ich wieder. Okay, das heißt, da fehlt es einfach gerade. Vermute ich. Weil wir hier gerade nicht genug haben einfach. Wenig Arbeiter, wir brauchen 43. Was ist denn mit dem Raubtier hier? Bringen wir das mal noch in den Griff. Es sind zumindest schon mal drei Kinder erwachsen geworden. Sehr gut. Die kümmern sich jetzt bitte mal hier. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder ein bisschen mehr. 36. Wir brauchen trotzdem noch mehr wieder. Hier fehlt noch. Hier fehlen nur noch zwei. Sehr gut. Hier fehlen nur noch zwei Eisen. Zweimal Eisenbarren. Das ist schon mal gut. Was ist hier der Schrein? Sehr gut. Oh, was steht da? Ach, da haben wir jetzt auch eine Priesterin. Okay, also das ist neu. Das ist, glaube ich, tatsächlich neu. Könnt ihr mal das Raubtier erlegen? Gibt es doch nicht. Wir hier keinen Jäger. Wir haben hier nur zwei Leutchen. Wo ist denn unser Jäger hier? Liefer die Unterkunft. Wo bist du denn? Hier hinten. Super. Unsere Goldbarren schwinden dahin. Wir brauchen hier noch 104. Und wir haben hier auch Probleme mit. Eieiei, ja, warum läuft das denn hier so schlecht auf einmal? Weil so wenig Leute auf einmal da sind, wirklich. Sammelt Abfall. Ach ja, hier geht's weiter, schaut mal. Das sollte jetzt. Ja, okay, die ist schon mal wieder fertig. Sehr gut. Das heißt, hier ist schon mal wieder die Attraktivität besser. Die Statue ist auch fertig. Ja, wunderbar. Hier fehlt es auch nur noch an 13 Schritten anscheinend. Und hier unsere große Statue ist auch fertig. Da bin ich beruhigt. So, das heißt, die haben jetzt wieder 65. Das sollte doch aber steigen, oder? Jetzt, wo die Statue wieder steht. Warum ist das so wenig? Haben doch jetzt hier wieder alles aufgebaut. Schauen einmal kurz nach dem Raubtier. Hier oben auch noch. Also da seid ihr jetzt aber hoffentlich zu Genüge. Einmal bitte alle auf das Raubtier. Nicht, dass wieder einer von uns.
Okay, das schon mal gut. Sammlerhütte sollten wir eigentlich auch wieder einen einstellen. Haben wir aber aktuell leider nicht. So, hier ist jemand, der muss sich wahrscheinlich erstmal ein wenig in medizinische Behandlung begeben. Schauen wir kurz unsere Jagdhäuser durch. Eigentlich sollte es an Nahrung ja jetzt nicht fehlen. Denn... Jawohl. Denn eigentlich haben wir ja jetzt viel weniger Dorfbewohner als zu Beginn. Gut, hier sind aber jetzt anscheinend die Leutchen wieder eingezogen. Wunderbar. Da bin ich jetzt schon mal beruhigt. Sehr gut, sehr gut. Was mich jetzt irritiert, großes Haus? Sollte doch eigentlich, oder ist das dann eigentlich erst für die vierte Stufe? Ah, okay, gut. Heißt, das passt dann, glaube ich. Haben wir... Genau, großes Haus. 65 braucht das, glaube ich. Und für die nächste dann 85. Gut. Okay. Hier fehlt aktuell jemand. Das ist aber nicht so schlimm. Dann machen wir den mal zu. Erstmal wichtig. Verbessern können wir den nicht, weil es fehlt an Goldbarren. Eine Kaserne haben wir. Also, so langsam aber sicher regelt sich das hier alles wieder. Hier muss einmal wieder Radius verschoben werden. Ist das dein Radius hier? Ja, der muss nach oben. Gerade ist es mit Raubtieren aber sehr schwierig. Ach, das ist vielleicht auch, weil wir hier unsere Karte noch erweitern. Wünschte ich mir, man könnte noch ein bisschen weiter rauszoomen. So, aber ich glaube, wir haben jetzt hier alles frei. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles frei. Alles erkundet. Hier ist einmal der See. Ja, und hier geht es einmal um den See. Schade, dass der nicht freigeschalten wird dann. Ja, das geht einmal komplett um den See herum. Hier haben wir auch noch Steine. Das ist sehr gut. Die müssten wir mal auch... Oh, wir sollten hier vielleicht tatsächlich ein Arbeitercamp noch errichten. Oder zumindest... Hatten wir hier nicht ein Arbeitercamp? Das hier. Ja, das könnten wir mal nach hier oben verlagern. Das ist noch ein bisschen weit. Aber hier hätten wir dann Steine und eben ja, Steine und Bäume. Das wäre mal ganz gut. Sammler müssen wir auch noch warten. Das könnten wir sogar verbessern. Brauchen wir aktuell aber nicht. Ein Dorfbewohner wurde geheilt. Da bin ich froh. Ja, gut. Und nachdem das jetzt so aufregend war und wir wieder die Zeit vergessen haben, werden wir uns jetzt erstmal eine kleine Verschnaufpause gönnen. Hier erstmal wieder unterbrechen und hoffen, dass wir dann in der nächsten Folge die ganzen roten Punkte hier wieder in den Griff bekommen. Und das dann alles wieder, ja, in den grünen Bereich wandert und wir wieder auch mehr Goldbarren haben werden und vor allem dann Soldaten. Die brauchen wir unbedingt. Wir müssen vorbereitet sein auf den nächsten Angriff. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine entspannte und heute auch etwas aufregende Zeit und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dann ebenfalls wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen, verabschiede mich jetzt erstmal wieder und sage Tschüss.